Okay Leute, heute werden wir richtig Kondition trainieren, nicht einfach mit Mr. Checker. Ich heiße Vitali Becker, Herr Schumann, wir werden zerstören. Willkommen bei One to Punch, viel Spaß dabei! Ja, okay Leute, wir haben schon letztes Mal probiert mit Mr. Checker Kondition zu trainieren. Es war nicht so gut, ja Herr Schumann? Ja, ist ausbaufähig. Ausbaufähig, ich kenne nicht mal so eine Begriffe, aber... Ich weiß ganz genau, dass Kondition nicht nur aus einem Begriff besteht, ja? Genau, Kondition besteht genau aus vier Bestandteilen. So, okay, ich bin dann Mr. Bauer wahrscheinlich. Ich dachte, ich kann nur zerstören mit Mr. Check und werde ich gut. Ja, jetzt haben wir festgestellt, dass Kondition, wie ihr sehen könnt, besteht aus Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit und Beweglichkeit. Bin ich gut? Du bist sehr gut. Ja, Mann, seht ihr das? Wir können zwar noch einige kleine Differenzen feststellen, aber das ist erstmal die Grundlage. Okay, das heißt, in einzelne Bereiche trainieren und wir versuchen uns in einzelnen Bereichen zu verbessern, damit ihr ganz genau wisst, wann ihr genau was trainieren müsst, damit eure Kraft wirklich perfekt wird und damit ihr schnell werdet und damit ihr wirklich diese Kondition bekommt. Wie wir schon gesagt haben, Kraft. Ja, Kraft ist, es gibt auch so eine dynamische Kraft und statische Kraft, habe ich so genau gesagt. Ich Natürlich, Ausdauer brauchen wir noch. In Ausdauer haben wir diese Aerobe. Ja, wir haben aerobe Ausdauer, kann man sagen, ist eine Grundlagenausdauer, wo man mit Sauerstoff arbeitet, also etwas langsamer. Die anaerobe Ausdauer, wo einfach der Sauerstoff nicht hinterherkommt, da wo man in dem Bereich ist, bis man abbrechen muss. Okay, okay. Ja, da wird schwer. Schnelligkeit, was ist jetzt? Wo brauchen wir? Ich bin doch schnell, oder? Schnell bist du, weil du hast gute Reaktionen, das heißt eine gute Reaktionsschnelligkeit. Du kannst gut beschleunigen, eine gute Beschleunigungsfähigkeit. Du hast es! Schneller! Und eine gute Aktionsschnelligkeit, weil deine Bewegungen an sich sehr schnell sind. Zur Beweglichkeit. Die Beweglichkeit haben wir schon, habe ich für euch ein Video gemacht und ich habe gesagt, es gibt eine passive Beweglichkeit und aktive Beweglichkeit. Bin ich gut? Du bist sehr gut. Ja, und genau das ist auch der Unterschied. Thank you.
Deswegen wir versuchen gemeinsam jetzt ganze Sportwissenschaft auseinanderzunehmen, ja? Genau, wir können auch richtig viel machen im Konditionsbereich. Ja, das will und ich wir werden alles natürlich versuchen, für euch auch praktisch umzusetzen. Ne? Natürlich, natürlich. Mein Versuchsobjekt. Genau, genau. Ich bin der Versuchsobjekt. Ja, ich bin der Labor, genau. Ihr könnt uns natürlich gerne schreiben, eure Ideen, was ihr haben wollt. Und wir versuchen Stück für Stück immer das einzubauen. Aber ihr werdet sehen, wir werden wirklich für jeden Abteilung ein Video machen, dass ihr nie zu wenig habt. Ja? Es wird keine Langeweile entstehen. Ich hoffe. Wir sind richtig motiviert drauf. Okay, Leute, das war's für heute. Mit euch auf One to Punch, Vitali Becker, Herr Schumann, richtig. Und wir sehen uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Okay, Leute. Du möchtest also sagen, wir bilden eine Synthese. Ja. Oh, ja, schon wieder ein neues Wort. Genau das.